Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Zumogo-Reihe. Diesmal sind wieder die schwierigen Probleme dran. Und ich hoffe eigentlich, dass ich das demnächst etwas regelmäßiger hinbekomme. Ich habe so gedacht an, ja, montags vielleicht die leichten, mittwochs mittelschwere und dann vielleicht freitags die schwierigen Probleme hochzuladen. Also jeweils nur noch einmal die Woche. Und dann vielleicht zwischendurch mal wieder eine Partie von mir oder vielleicht auch mal eine Profi-Partie oder wenn ihr andere Ideen habt, was ihr vielleicht sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Lasst mich auch gerne wissen, wenn ihr nur noch Zumogos sehen wollt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, diesmal etwas schwierigere Probleme wieder und gucken wir uns die mal der Reihe nach an. Links oben, wie üblich zuerst. Weiß soll leben. Und ja, der Raum ist schon relativ eng, wenn man jetzt diese zwei Steine irgendwie deckt, sei es so, dann reicht das halt nicht mehr für zwei Augen. Das ist halt in einer Arkadeform. Und der Zug hier ändert halt auch nichts daran, dass die Form tot ist. Ja. Was gibt es an Alternativen? Das hier wäre vielleicht eine Idee, aber ja, selbst das hier reicht schon, weil wie gesagt, die Innenform von den drei Steinen letztlich bleibt eine tote Form. Was Schwarz nicht machen sollte, wäre hier zu spielen, weil ja, Weiß dann erstmal die drei Steine schlägt. Schwarz muss wieder reinspielen, um Weiß nicht leben zu lassen und dann kann Weiß eben hier spielen und Schwarz kann den einzelnen Stein nicht mehr decken. Das wäre also nicht so gut. Ihr fragt euch vielleicht auch, warum das hier gerade mit 14 anfängt. Dazu später. Ich habe hier noch eine Zugfolge eingegeben, wie dieses Problem hier rechts unten entstehen könnte oder woraus dieses Problem entstanden sein könnte. Aber dazu, wie gesagt, später. Ja, was gibt es denn noch für Züge hier? Eigentlich nicht mehr viele, ne? Außer diesen hier, obwohl der ja ziemlich blöd aussieht. Schwarz kann dann einfach hier schneiden. Also wenn er es nicht macht, sondern hier deckt, dann ja, kann Weiß wieder hier spielen oder auch sogar da decken. Und letztlich ja, hat er zwei Augen, weil die Form keine Nakade-Form mehr ist. Aber wenn Schwarz hier spielt, dann ja, kann er danach ja die drei Steine fangen. Aber, und das ist jetzt der Trick oder das Motiv dieses Problems, Weiß kann jetzt hier spielen und Schwarz hat natürlich jetzt nur noch die Möglichkeit, hier die drei Steine rauszufangen. Daraufhin schlägt Weiß diese drei Steine raus und wenn Schwarz da wieder reingeht, kann Weiß jetzt hier wieder unter den Steinen sozusagen spielen und Schwarz kann die zwei Steine nicht mehr anbinden, weil dieser eine Stein hier hinten jetzt eben eine Freiheitsnot von Schwarz aufsetzt, dass er da eben nicht decken kann. Das ist hier die Lösung schon gewesen. Bei dem Problem rechts oben soll Weiß seine Kette hier irgendwie zum Leben bringen und mit zwei Augen wird das wohl nicht gehen. Also hier vielleicht eins, aber auch das ist schwierig zu machen. Also wenn Weiß so spielt, dann ja, kann Schwarz hier reinspielen und letztlich wieder dahin gehen, so dass das wahrscheinlich nicht mal ein Auge ist. Also hat er eigentlich nicht viele Optionen zum Leben zu kommen, außer vielleicht diese Gruppe zu töten oder zumindest diese vier Schnittsteine hier zu fangen. Und das ist jetzt auch das Motiv. Die Frage ist, ja, wie fange ich die? Wenn man von außen Atari gibt, dann ja, reicht das einfach hier für zwei Augen. Also so, so und so. Und hier sieht man jetzt aber schon, wenn man vielleicht erzeugen könnte, dass Schwarz hier auch noch einen Stein hat, dann kann er eben nicht mehr hier hingehen und auch nicht dahin gehen, um die zwei Steine hier zu fangen. Das würde natürlich gehen, indem man einmal hier einwirft und dann da spielt. Und jetzt geht das hier halt so nicht mehr. Aber Schwarz kann jetzt noch so spielen. Und wenn Weiß jetzt hier rausstreckt, dann
sollte Schwarz nicht hier spielen, weil jetzt gibt es dieses schöne doppelte Mausefallen-Motiv. Jetzt kann Schwarz weder hier schlagen noch hier. Also er kann schlagen, aber würde sofort zurückgeschlagen. Aber Schwarz hat die Möglichkeit hier zu spielen, wonach jetzt eben Weiß nicht mehr dahin gehen kann wegen Freiheitsnot. Also den Abtausch hier zu früh zu spielen ist auch nicht richtig. Man sollte eben, das ist die Lösung jetzt, mit Weiß hier spielen. Und wenn ja, Schwarz jetzt hier spielt, dann kann man hier unterstrecken, einwerfen und dann zusammenschieben. Und Schwarz kann diese vier Steine nicht mehr decken, wegen der Freiheitsnot. Und wenn Schwarz von dieser Seite spielt, dann kann er jetzt eben rausstrecken und jetzt kann Schwarz natürlich nicht hier spielen, weil er dann einfach gefangen wird. Also so oder auch so. Sondern jetzt muss er eigentlich hier spielen und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, da einzuwerfen, Atari zu geben und wenn er deckt, dann hier diese doppelte Mausefalle aufzusetzen. Also er kann jetzt hier nicht mehr decken, sondern muss hier schlagen und dann schlägt Weiß halt zurück und hat ja, seine Kette hier angebunden. Gut, das zu dem Problem, dann geht es eigentlich dann halt eher um Timing, aber auch um das Erkennen von diversen, ja, Freiheitsproblematiken natürlich. Und jetzt haben wir hier unten noch mal ein Problem, wo ich jetzt zu komme, aus welcher Form das wahrscheinlich entstanden ist. Das ist halt dieses alte 5-3 Joseki mit Pinsa und Anlegen, Bambus und raus. Und jetzt halt etwas untypischere Zugfolge. Eben nicht mehr irgendwie hier direkt hochspringen, sondern einmal schieben. Naja, und dann versuchen einzusperren vielleicht. Oder die Situation hat sich anders entwickelt, aber die Form scheint irgendwie so ein bisschen daraus entstanden zu sein. Nun steht es halt so und Weiß ist am Zug und soll leben. Und das finde ich eigentlich schon wieder sehr schwierig, dieses Problem. Also das aus dieser Stellung zu lösen, verdient sicherlich das extrem schwierige Overlay. Wer dieses Joseki aber schon ein, zwei Mal gespielt hat, weiß vielleicht, dass öfters mal das hier ein Thema ist, hier zu schneiden und dann irgendwie hier mit diversen Vorhandzügen zum Leben zu kommen. Aus dieser Situation heraus ist das Problem eigentlich immer noch schwierig genug. Wenn man jetzt zum Beispiel versucht, einfach hier die Steine zu verkaufen und dann hier schon mal ein Auge zu machen, dann geht jetzt halt immer noch ja, zum Beispiel der Piep hier und ja, das Anbinden und dann ist halt nur dieses eine Auge da und das reicht nicht zum Leben. Also da muss man schon etwas geschickter vorgehen. Wie kann man geschickter vorgehen? Also man kann auch irgendwie sowas vielleicht versuchen. Aber letztlich ist das alles irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil ja, dass man es nie schafft, hier dieses Auge zu machen und gleichzeitig dieses Auge. Wenn man jetzt zum Beispiel hier spielt und da, dann bindet Schwarz natürlich an. Und das ist nur, wird hier unten kein Auge mehr. Und wenn man jetzt hier spielt, dann spielt Schwarz halt hier und das hier reicht halt auch nicht für zwei Augen. Also gucken wir uns das nochmal an, was es noch für Optionen gibt. Und das hier ist halt eine Option. Man kann jetzt vielleicht versuchen, irgendwie hier wieder Co-mäßig was aufzusetzen. Da ist dann die Frage, wird das wirklich ein Co? Schwarz hier spielt und Weiß blockt. Gibt es für Schwarz was Besseres als Co? Ich weiß es nicht.
Aber Schwarz kann eben hier spielen und Weiß erreicht dann immerhin ein Ko, aber das ist noch nicht die richtige Lösung. So, was gibt es denn vielleicht anderes noch als, oder eben besseres als ein Ko? Da kann man natürlich an diesen Zug hier denken. Und ja, wenn Schwarz jetzt hier schlägt, also er droht hier runterzustrecken, der Weiße. Wenn Schwarz eben hier schlägt, dann kann Weiß wieder hier spielen und hat jetzt ja, in der Ecke genug Platz für zwei Augen. Weil er eben jetzt hier auf T3 spielen kann. Aber dieser Zug hier ist überraschend hartnäckig. Sieht natürlich erstmal nicht wirklich zielführend aus, weil Weiß ja dieses Atari geben kann und jetzt schon mal wieder ein Nachhandauge hier hat. Aber ja, jetzt ist die Frage, wie mache ich hier dann zwei Augen draus? Also das hier funktioniert nach dem eingangs erwähnten Schema schon wieder nicht mehr. Ja, indem man einfach so spielt. Ja, obwohl so einfach ist das dann vielleicht auch nicht, weil das hier wieder ein Ko werden kann. Aber vielleicht gibt es ja noch was anderes, indem man zum Beispiel ja, einfach hier spielt. Klar. Denn jetzt ja, sind die zwei Steine gefangen und hier gibt es kein Auge wegen dieses Zuges hier. Also man muss hier doch sehr aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Merke ich gerade wieder mal. Ja, also das hier ist aber dann doch ganz eindeutig eine tote Gruppe. Und wenn Weiß zum Beispiel so spielt, dann hat Schwarz noch diesen Zug wiederum. Und wenn Weiß deckt, ja, dann hüpft Schwarz hier hin und droht entweder hier anzubinden oder wieder hier das zweite Auge unecht zu machen. Also ist der Zug das irgendwie auch nicht. Aber der sehr trickreiche Lösungszug hier, und das ist eigentlich das Hauptproblem, also den finde ich nach wie vor schwer zu finden, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, deswegen habe ich dieses Problem in der Ausgangsstellung schon mal gar nicht hinbekommen und auch hinterher noch einige Probleme gehabt mit dem Verständnis dieses Problems. Ja, dieser hübsche Punkt hier ist die richtige Lösung. Die Idee ist halt, wenn ja, Schwarz dieses Auge unecht macht, dann zum Beispiel hier hinzugehen und letztlich dann, was auch immer hier passiert, zum Beispiel das hier, ja, eben zwei Augen zu haben. Oder nach dem Zug hier kommt ja, Schwarz halt auch nicht dazu, irgendwie dieses Auge unecht, dieses Auge zusammenzudrücken. Und was haben wir sonst noch an Ideen? Auch der hier funktioniert nicht wirklich. Einerseits kann Weiß so spielen und einfach leben. Andererseits kann er sicherlich auch noch so spielen. Und so leben, aber das ist natürlich etwas schlechter. Dieses hier bringt auch wieder nichts, weil das bestenfalls ein Doppelko wird und die weiße Gruppe nach wie vor lebt. Ja, also hat Schwarz eigentlich nur noch die Möglichkeit, dann so zu spielen. Und ja, Weiß lebt. Oder eben auch vorher einmal hier zu spielen. Aber auch dann lebt Weiß. Ja, die Idee halt hier erst so trickreiche Züge zu spielen, auch dieses Runterstrecken auf die erste Reihe, ist sicherlich ein Thema, das ich eigentlich auf dem Schirm hatte. Nur halt den nächsten Schritt dazu, diese zwei Steine dann wieder abzugeben, für eine vernünftige Augenform. Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen.
Und ja, habe dieses Problem demzufolge auch selber nicht lösen können. Beim nächsten Mal vielleicht, wenn ich über sowas stolpere, aber das war irgendwie entweder neu oder längst vergessen für mich. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jedenfalls da nicht dran erinnern, den Zug schon mal ja, in so einer Stellung gesehen zu haben mit der Idee, diese zwei wieder zu opfern. Ja, wenn ihr dieses Problem zu leicht fandet, dann lasst es mich gerne wissen. Ich denke aber nicht, wenn ihr es zu schwer fandet oder überhaupt ja, den Eindruck habt, dass diese Probleme zu abgehoben sind und ich sie nur bringe, um hier zu posen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Einmal, weil ich ja selber gerade gesagt habe, dass ich dieses Problem nicht gelöst habe. Ja, die etwas für mich zumindest leichteren Probleme zeige ich eigentlich auch nicht, um damit anzugeben, was ich für tolle Tricks kann, sondern weil ich die Motive eben doch sehr hübsch finde. Und ich hoffe, dass ihr mir da zustimmt, dass diese ja, Freiheitsnot-Themen und unter den Steinen und ähnliche Sachen, doppelte Mausefallen, doch eigentlich ein relativ spaßiges Element des Go-Spiels sind. Und wenn man das natürlich in Partien mal findet, dann ist das wirklich toll. Aber ja, um solche Situationen aufs Brett zu kriegen, muss ja schon einiges zusammenkommen. Ja, deswegen sind Go-Probleme natürlich eine etwas ergiebigere Art, ja, diese Art von Motiven ja, zu üben oder zu Gesicht zu bekommen. Vielleicht soll ich allerdings auch einfach nur etwas häufiger praktische oder praktisch relevante Probleme zeigen. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, ja, ein bisschen mehr Praxisnähe wäre vielleicht nicht schlecht. Ansonsten, ja, wie üblich, lasst mir den Daumen hoch da, ein Abo und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.